Oh, da bin ich wieder. Eine neue Aufnahmesession für mich, was die Hero League angeht. Ich habe ein bisschen geschlampt, muss deswegen nachsitzen und Aufnahmen machen. Schlamperei bei mir. Aber dafür spielen wir jetzt ein bisschen. Braxis Hordeout, würde ich sagen. Da ich momentan auf den Genji-Trip bin, wäre das eher tatsächlich mal wieder eine Möglichkeit, Genji zu spielen. Ein bisschen AOE brauchen wir. Bin mir nicht ganz sicher. No healers in Tanks. Danke für deine Information. Wir gucken wir mal rein. Ja, er hat nicht gelogen. Ja. Heißt, wir müssen umdenken. Die Jagd ist eröffnet. Ich muss zur Tat schreiten. Oh, sexy. Lack und Leder, Alexstrasza. Selama, Ashalanore. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Ich habe irgendwie Lust auf Moradin und wenn wir schon die Arschkarte haben und Tank spielen müssen, dann spiele ich mal wieder Moradin. Den habe ich echt schon seit 1000 Jahren nicht mehr gespielt. Aber den Wander-Moradin, den habe ich ja, oder? Ja. Aber ich ziehe dann auch endlich meine Quest, weil bei mir ist es irgendwie verbuggt. Ja, immer noch 0 von 8. Prozent Winrate nur mit Moradin? Habe ich ihn da angestellt? Ich muss echt mal Tank üben, das geht so nicht weiter. Die Chancen stehen schon mal nicht gut, weil ich echt kein guter Tankspieler bin. Ich muss das echt mal üben, aber ich weigere mich immer stets, das zu tun. Aber ich muss es echt mal üben. Das richtige Peelen mit dem Tank und vor allem auch das richtige Engagement zu finden und gleichzeitig die Backline zu protecten. Echt meine schwächste Rolle. Manchmal läuft es ganz gut, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer eine beschissene Angelegenheit. Naja, schauen wir mal. Die Horde zu zerquetschen. So, wir werden ganz tanky spielen, so wie sonst auch. Wir brauchen nicht blocken. Die HK ist nicht mehr da. Jetzt ist er wieder da. Wir werden mehr Brüste spielen und versuchen, Morales aufs Korn zu nehmen. Nicht so viel Mana zu verschwenden. Moradin ein bisschen zu üben an der Stelle ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und danach können wir vielleicht überlegen, Nachklingen gegen Ezreal zu nehmen, ist eine Möglichkeit. Aber ich denke, wir werden den Donnerbrand nehmen. Das ist schon ziemlich gut. Schauen wir mal.
werden aktiviert. Sie müssen sie kontrollieren. Doch mich aufzuhalten. Erstmal versuchen, nur die XP zu holen. Versuch, Morales fernzuhalten. Ich hab leider kein Mana mehr, aber er gewinnt das da oben. Immer gut. Schon mal gut gewesen, aber schön gesund und Donnerbrand. Das ist jetzt schon ganz schön schwierig. Okay, ich geh mal weg. Hab kein Mana mehr. Wenn der Moradin sagt, wir haben kein Mana mehr, dann gehen wir, glaube ich, zurück. Was gehen wir als nächstes? Wir werden Schädelbrecher gehen. Skullcracker, Morales auch zu interrupten, wenn sie heilt, ist das gar nicht so schlecht, wenn man da auf Morales draufhämmert, allerdings wird das auch schwierig. Wir haben einen guten Start bis jetzt im Spiel gehabt. Ich will jetzt das Camp machen, dann bin ich dabei. Immer nur verschwenden, die Lebenspunkte bekommen wir sowieso wieder beim Trade zurück. Also dann. Die Signale werden mit Energie verschont. Also dann. Wählt euer Talent. Das ist natürlich doof gelaufen. Immer eurem Heiler. Schaut genau hin. Worauf warten wir? Jetzt wird der Hammer geschwungen.
aber die Moral ist ganz schön weit vorne. Gut für uns. Mal den Club mit Geis. Held getötet. Lol. Merkt euch das fürs nächste Mal. Auf geht's. Hit. Fucking Minion dazwischen gewesen. Sucht euch ein Talent aus. Wir werden Haymaker spielen. Kommen wir mal oben und versuchen hier noch ein bisschen was zu machen. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Spiel, aber nach dem Maker gucken, ob wir da noch ein bisschen Backen bekommen. Aber warte eigentlich 90 Sekunden. Okay. Mana mehr. Das nehme ich in mein nächstes Buch auf. Doppelkill. Weiß. Untersucht diese Söldner. Mann, das macht Spaß. Ich habe kein Mana, ich kann nichts machen. Blutrausch. Oh nein, ich bin tot. Es ist kein Follow-up da. Wo ist mein Team? Warum rennen die denn weg? Oh nein. Dachten wir kriegen das easy gebacken, aber sind alle weg. Ja, glaube ich auch keine Lebenspunkte mehr. Das war doof. Natürlich einfach auf ein Follow-up gehofft. Das war nicht so clever von mir. Level 13 werden wir Heilender Strom gehen oder wir spielen tatsächlich Zorn der Bronzebärte. Alles war blöd. Jetzt kann man den Boss machen, glaube ich.
ein guter Kampf. Grüßt eure Vorfahren von mir. Nehmt das. Herzlichen Dank. Na, ich glaube, die werden da nicht noch mal rauskommen. Das ist schon besser. Warum? Also dann. So viel zur Macht der Horde. Ah, mit dem Ulti kann man das gut. Da sollte tatsächlich mal einer hingehen. Ah, geh ich halt hin. Unsere Überlegenheit wollen wir offensichtlich nicht ausspielen, so wie es aussieht. Dann mal los. Ah. Unterwerft diese Söldner. Zumindest strömen weniger Zerg auf uns zu. Ah, da oben sind sie bald. Ich habe wieder Haymaker ready. Gleich auf Morales wieder drauf feuern. Wir gehen die Reichweite mit dem Sprung. Das nehme ich in mein nächstes Buch auf. Sehr schön. Können wir das Ding hier noch beenden? Festung zerstört! Da hat sich das Wagen gelohnt. Mal hier noch Lauf holen. Chromi Odin halt noch. Ich hab schon Blutelfen getroffen, die zäher waren als ihr. Ich muss mich zurückziehen. Ich könnte ein bisschen mehr Schaden machen. Also ich hatte schon ein paar Spiele mit Moradin, wo ich immer wieder gespielt hatte, wo ich deutlich mehr Schaden gemacht habe mit dem Bild. Also dann. Aber egal. Was für ein Tinkles spielen? Ich glaube, wir werden schon Rewind spielen. Wir haben echt ganz schön Big Point gelandet, durch die Chromi, die so krass viel Schaden macht. Aus dem Weg.
mal kurz runtergehen. Ach, der EDC sollte tot sein. Ich glaube nicht, dass er da rauskam. Held getötet! Yes. Gut gemacht. Richtig gute Chromi. Weiß, wie es geht. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Schaut genau hin! Zerg-Käfige geöffnet. Eine große Angriffswelle bewegt sich auf ihren Gegner zu. Zeigt mir, wo es lang geht. Nice. Das war gar nicht so schlecht, das Spiel, aber es hätte deutlich besser sein können. Ich hab meinen beinahe die Chromi getötet mit dem Haymaker. Glück gehabt. Gut gespielt. Ich hab auch Alex 1000 Punkte. Haben wir Glück gehabt. Das war ein Konzentrationsfeuerwerk von mir. Ich musste vorsichtig ein bisschen mehr Konzentration reinbringen. Ja, immerhin, es gibt einiges an Punkte. Wir haben ein Tankspiel gewonnen, das ist der Hammer. Das war nicht so schlecht. Ich habe echt versucht, den Morales ist super oft gestorben, hat nichts heilen können. Das war unser Glück. Und der Rest vom Schützenfest war auch nicht so gut. Ich mag auf Level 16 die Sprungkraft sehr gerne. Meine Güte, wie gut das immer ist, über den Gegner rüber zu fliegen, dann den Stun anzusetzen und dann noch mit dem Haymaker den Gegner oder einen der Squishies in die Backline reinzuhauen. Das ist schon ziemlich geil. Vor allem, wenn man dann auch trifft, kann man die Abwinkzeit um 3 Sekunden verringern. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Naja, gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann geht's nächste Runde weiter. Tschüss.